Also das OCT ist heute fester Bestandteil der Makuladiagnostik sowieso, was vor 12, 15 Jahren noch nicht der Fall war. Ist jetzt absolut fester Bestandteil und inzwischen eben auch neuerdings Bestandteil in der neuro-ophthalmologischen Diagnostik. Das war ja heute auch mein Thema und das ist sehr verblüffend, dass das so gekommen ist, aber wir sehen eben viele Dinge im OCT, in der Nervenfaserschicht, die wir ohne OCT nicht sehen würden. Also meine Keynote-Lecture war ja heute Bildgebung bei neuro-ophthalmologischen Erkrankungen und ich habe im Wesentlichen über OCT gesprochen und bei den afferenten neuro-ophthalmologischen Erkrankungen, speziell alle Sehnerverkrankungen. Fokus war vor allem die Erkrankungen, die wir am Auge nicht sehen, wo wir aber verblüffenderweise in der ophthalmologischen Diagnostik, nämlich im OCT, Dinge sehen können. Und dazu ist im Wesentlichen die MS als neuroentzündliche Erkrankung, wo man im OCT eben ganz klar einen Axonschaden sehen kann, der auch der Demyelinisierung im Gehirn vorangeht. Insofern ist das OCT durch ganz viele Studien nachgewiesen, ganz, ganz wichtiger Begleiter und Monitor und Biomarker bei der MS. Nicht bei der Primärdiagnose, sondern bei der Verlaufseinschätzung, Prognose, Therapiebegleitung. Und wir haben dann andere Verfahren wie HRT und GDX noch dazu kontrolliert, inwieweit die aussagekräftig sind, sind sie nicht. Und andere Erkrankungen neurodegenerativ zeigen auch Veränderungen im OCT, aber alle nicht so stark wie bei der MS. Also MS ist im Grunde nach Diagnosestellung das OCT-Tool, was neben Kernspinnen mitläuft und auch bei sämtlichen MS-Studien inzwischen fester Bestandteil ist. Also wir haben anfangs, als das mit dem OCT neu aufkam, auch das HRT und das GDX mit untersucht bei MS und bei neurodegenerativen Erkrankungen und haben eben herausgefunden, dass die nicht diesen Stellenwert haben, dass die oft normal erscheinen, wo das OCT auffällig war. Man muss auch wissen, dass das HRT ein Scanning-Laser-Ophthalmoskop ist und das GDX ein polarisationsdiagnostisches Verfahren. Und dass das offensichtlich daran hängt, aber das OCT ist mit weitem Abstand das sensitivste Verfahren, wenn auch unspezifisch, aber das sensitivste Verfahren. Insofern sind die anderen Verfahren bei der begleitenden Diagnostik wieder raus. Die intraokulare Diagnostik, klar, beim OCT ist gesetzt, also sowohl Neuroophthalmologie als auch Makuladiagnostik. Und das intraoperative OCT zum Beispiel gewinnt zunehmend an Bedeutung, sei es im Vorderabschnitt bei den Hornhauttransplantationen, DMEC, sei es im Hinterabschnitt, ob man ausreichend gepielt hat. Da muss die Qualität noch besser werden, die Auflösung. Aber wird sicherlich irgendwann auch so sein, dass wir sehr viel Diagnostik, was wir sonst vor OP haben, im OP haben und auch mal schnell im OP abrufen können. Das wird aus meiner Sicht die Zukunft sein. Also die Entwicklung beim OCT wird so sein, dass wir jetzt schon von bunten, pixeligen Bildern hin zu einzelnen Schichten. Ich denke, dass wir in ein paar Jahren dann fast mit den Zellen sprechen können, so ungefähr. Und dass wir mit der Segmentierung sehr viel weiterkommen und dass wir irgendwann klar korrelieren können, welche neurologische Erkrankung mit welchem Schichtverlust im OCT zusammenhängt. Insofern erwarte ich zusammen mit der Bildgebung Kernspinnen, mit dortiger Segmentierung, welche einzelnen Gehirnstrukturen sind am meisten betroffen bei welchen Erkrankungen. Da erwarte ich sehr, sehr, sehr viel mehr Input.